Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tutorial-Fortführung von Minecraft. Wie vermehre ich einen Dorfbewohner oder zwei Dorfbewohner? Es kamen sehr viele Kommentare auf das letzte Video, was jetzt nun schon eine Weile weg ist. Ich konnte alle schon jetzt erstmal wieder zusammentragen und kann diese beantworten. Deswegen bleibt dran, wenn ihr weitere Infos haben möchtet. Und zwar, ich habe im letzten Video erklärt, wie man zwei Dorfbewohner miteinander vermehrt. Und dies war ein sehr kurzes Video. Dies wird jetzt etwas länger dauern. Und dazu bräuchte ich natürlich eure Geduld dazu. Im letzten Video habe ich, wie gesagt, gezeigt, ich habe zwei Betten aufgestellt, zwei Berufsblöcke. Habe den Dorfbewohnern etwas Nahrung gegeben und ein drittes Bett aufgestellt. Daraufhin wurden Herzpartikel über den Dorfbewohnern gesichtet und ein dritter Baby-Dorfbewohner ist erschienen. Dazu kamen viele Kommentare, wie zum Beispiel auch vom Sandro Walter. Kann man zwei Nichtsnutze vermehren? Das geht leider nicht. Zwei Nichtsnutze sind quasi zwei Arbeitslose. Sie haben keinen Berufsblock zu, ist das nicht möglich. Zwei Nichtsnutze kann man nicht vermehren. Sie benötigen einen Beruf und da sind sie ja keine Nichtsnutze mehr. Dann hat der Prestige Kirby geschrieben, es sind 10 Betten da, beide haben ein Stack Brot und es kommen immer diese Partikel, dass sie sauer sind, obwohl davor Herzen hatten. Richtiges Scheiß-Update. Dazu kann ich nur sagen, in dem Kommentar habe ich jetzt rausgelesen, es sind 10 Betten vorhanden. Beide Dorfbewohner haben ein Stack Brot erhalten. Also sind schon mal ausreichend Betten da für die zwei Dorfbewohner und für das Baby, was daraus entstehen könnte. Beide haben ausreichend Nahrung, denn die Dorfbewohner brauchen nur maximal, was heißt maximal? Sie brauchen minimal 3 Brote pro Bewohner, dass sie ausreichend Essen haben und sich vermehren können. Aber er hat jetzt nicht geschrieben, dass er irgendwelche Berufsblöcke benutzt hat. Das ist ganz wichtig. Jeder Dorfbewohner braucht einen Berufsblock in seiner Umgebung, wo er mitarbeiten kann. Und dieser Berufsblock sollte schon ziemlich nah bei seinem Bett sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt genau neben dem Bett sein. Es kann auch 10 Blöcke davon entfernt sein. Das Bett findet er schon. Er wird quasi dem zugewiesen vom Spiel her, wo das nächste Bett sich befindet. Und da legt sich dann auch kein anderer Dorfbewohner rein. Das tun wir auch gleich alles nochmal hier im Spiel zeigen. Ich habe das alles schon vorbereitet. Dann hat der Timox gefragt, müssen die den gleichen Beruf haben? Das ist auch wieder nicht so wirklich richtig. Also sie können natürlich den gleichen Beruf haben, müssen aber nicht. Es kann ein Bauer mit einem Waffenschmied zusammen sein oder ein Gerber mit einem Maurer oder ein Fischer mit einem Bibliothekar. Das ist völliger Nonsens. Also es kann jeder mit jedem, sagen wir es mal so kurz gefasst. André Okonek und Luis haben gefragt, sie nehmen bei mir kein Brot auf. Das liegt daran, dass das schon ein paar Ticks dauert, bis das Inventar quasi geöffnet wird des Dorfbewohners und erst dann können sie es aufnehmen. Ich habe auch gelesen, dass man den Dorfbewohnern Brot zugewiesen hat, also auf den Boden geworfen und die sind dann weggegangen von diesem Brot, was auf dem Boden liegt, dann können sie es natürlich nicht aufnehmen. Das ist völlig klar. Manche haben auch geschrieben, sie haben den Dorfbewohner eingezäunt, dass sie ihm Brot zuwerfen konnten und erst dann auch schließlich aufgenommen hat. Das ist natürlich auch eine Variante, die geht. Man sollte den Dorfbewohner nur wieder freilassen, weil wenn man den Dorfbewohner einbaut, dann verliert er den Weg zu seinem Berufsblock und wird dadurch wieder arbeitslos. Da muss man auch ganz genau drauf aufpassen. Seit der 1.14 wurde natürlich auch dieser Sammelpunkt, wie man hier jetzt auch im Video sieht, ich habe hier eine Glocke mit einem kleinen Platz davor erstellt. Diese Glocke
dient dazu, die Dorfbewohner zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag, also das passiert auch jeden Tag, zu versammeln. Und in dieser Versammlung treffen sich alle Dorfbewohner, da wird die Arbeit niedergelegt. Freizeit ist da auch nicht möglich, sondern die Dorfbewohner treffen sich um diese Glocke herum, tauschen sich aus, tun Tratschen, und unter anderem, wenn jemand überschüssiges Essen hat, dann tut er es an den anderen weiterleiten, der zum Beispiel kein Bauer ist. Wenn man einen Bauern hat in seinem Dorf, dann tut dieser dann das hergestellte Brot von seinem Inventar zu anderen Dorfbewohnern weitergeben. Und das tut natürlich auch dann die Aktionen der Dorfbewohner weiter beeinflussen, wenn man jetzt auch viele Betten schon in seinem Dorf stehen hat, wie zum Beispiel auch der Prestige Kirby geschrieben hat, er hat schon 10 Betten da. Wenn er zum Beispiel einen Komposter aufstellt mit einem Feld daran und ein Bauer macht sich dann an die Arbeit, das jeweilige dann anzupflanzen, da muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt einfach einen Dorfbewohner, der wird jetzt Bauer und der kann jetzt nichts anpflanzen, dann ganz wichtig, doch mal ein paar Körner hinwerfen, ein paar Weizensamen und dann wird er anfangen, Weizen anzupflanzen. Oder sollte nicht Weizensamen hinschmeißen, sondern Kartoffeln oder Möhren oder rote Beetesamen. Das wird er alles anpflanzen und das wird er auch ernten und dann an die weiteren Dorfbewohner weiterleiten. Denn Dorfbewohner, da kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage. Das hat nämlich der Knuddelzwerg gefragt. Muss es unbedingt Brot sein? Nein, natürlich nicht. Es kann auch ein anderes Nahrungsmittel sein. Brot kann auch sein, aber es kann auch eine Karotte sein. Also nicht eine Karotte, sondern schon ein paar mehr. Karotten, Kartoffeln, rote Beete und Brot sind die 4 Nahrungsmittel, die Dorfbewohner mögen. Und jetzt kommt das auf die Menge an. Es gibt eine Mindestanzahl an Nahrung, dass sich die Dorfbewohner vermehren können. Und das sind 3 Brote, 12 Kartoffeln, 12 Karotten oder 12 rote Beete. Das sind 4 verschiedene Sachen, die ich gerade gesagt habe. Es müssen nicht alle 4 gleichzeitig ein Dorfbewohner in seinem Inventar haben, sondern das sind Oder-Bedingungen. Das heißt, 3 Brote oder 12 Karotten oder 12 Kartoffeln oder 12 rote Beete. Das nochmal jetzt kurz gesagt. Dann ist es auch ganz wichtig, das zeige ich euch nochmal hier, gibt es ja eine Game Rule. Und diese Game Rule nennt sich Mob Griefing. Diese. Und wenn ihr das jetzt hier eingibt, das steht jetzt hier im Inventar derzeit True. Und True heißt ja richtig und richtig ist gut. Und wenn diese auf True gestellt ist, dann können sich Dorfbewohner vermehren. Wenn er diese auf False stellt, dann können sie sich nicht mehr vermehren. Deswegen ganz genau aufpassen, wenn ihr einen Server habt, wo ihr zum Beispiel nicht wollt, dass ein Creeper kommt und euer ganzes Haus in die Luft sprengt, dann stellt man dann wahrscheinlich die Game Rule auf False. Aber bedenkt daran, wenn ihr Dorfbewohner Vermehrung betreibt, dann geht das nicht. Ihr müsst es wirklich auf True stellen. Das ist wirklich etwas quickie gemacht. Aber leider ist es so. Ja, meine lieben Freunde, da kann ich auch schon wieder anfangen hier mit diesen Haupttutorial. Das waren jetzt, wie gesagt, die Fragen, die dazu kamen. Und ich habe jetzt hier mal einen kleinen Platz erstellt und habe hier auch ein kleines Häuschen auch so ein bisschen eingerichtet und zeige ich euch jetzt mal, was damit gemeint ist. Und ich stelle jetzt hier einfach mal hier ein Dorfbewohner, 2 Dorfbewohner stelle ich jetzt hin. Und die tun jetzt hier so rumlaufen, weil sie natürlich keinen Bezug haben. Und da stelle ich jetzt als erstes hier mal ein Bett und 2 Betten auf. Und ich habe jetzt hier mal die Auswahl an den ganzen Berufsblöcken und schon kommen hier welche hin und legen sich in die Betten rein. Es wird natürlich gerade Tag, aber sie haben schon mal ihr Bett gefunden und das sind schon mal gute Voraussetzungen. Diese Glocke übrigens, die gilt in einem Bereich, in einem Radius von 34 Block, also in 34 Block in jede Richtung von der Glocke,
Das ist ein Dorf. Jetzt sind sie schon wieder aufgestanden, weil es ist Tag. Und sie haben natürlich nichts zum Arbeiten. Deswegen tue ich jetzt einfach mal auswählen. Ja, ich nehme jetzt mal den Gartentisch und den Räucherofen. Räucherofen macht einen zum Fleischer und er wird sofort zum Fleischer. Sieht man hier. Kaninchenragout will er verkaufen. Und hier setze ich jetzt einfach mal einen Gartentisch hin. Und der bleibt natürlich jetzt Fleischer. Und der andere, schaut euch an, er wurde zum Kartografen. So einfach geht das. Und die nehmen den Beruf eigentlich auch sofort an. Das dauert so ungefähr so, ich sag mal, 1 bis 10 Sekunden, bis sie den Beruf annehmen. So, jetzt haben sie natürlich kein Essen. Da tue ich jetzt wirklich nochmal hier in das Essen gehen und nehme hier 3 Brote, nur um das mal zu demonstrieren. Und hier nehme ich jetzt 12 Karotten raus und tue den hier 3 Brote hinwerfen und da haben wir das Problem, sie laufen weg, nehmen es nicht auf. Deswegen höre ich es nochmal hin, bis das aufgenommen hat. Ganz wichtig zu wissen. Dem auch hier. Er will es nicht aufnehmen. Jetzt hat er es aufgenommen. So, jetzt müssen wir irgendwie diese wieder zusammenlocken. Und da müssten die sich dann schließlich paaren. Geht natürlich nicht, wenn wir das dritte Bett nicht stehen haben, ne? So, wir haben jetzt das dritte Bett platziert und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass die Dorfbewohner sich vermehren. Es ist noch mittig am Tag. Jetzt ist wahrscheinlich gerade die Versammlungszeit hier, wenn sie draußen an der Glocke stehen, müsste ja auch bald die Freizeit losgehen. Sind sie wie gesagt nicht drin an ihrem Arbeitsblock. Sondern versammeln sich eher draußen an der Glocke. Sollte nicht auf mich zulaufen. Werden die immer noch durch den Spieler ein bisschen getriggert, nehme ich an. Weiß natürlich nicht, ob die jetzt schon ein bisschen Essen wieder verloren haben. Deswegen tue ich ja nochmal ein paar Brote hier hinwerfen. Und dir gebe ich noch ein paar Karotten. Muss auch so tun. Wahrscheinlich einige haben das ja auch reingeschrieben, sie tun sich einfach nicht vermehren. Viele haben auch geschrieben, sie spielen auf der PS4. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Guck, jetzt geht's los. Und da ist ein kleiner Babydorfbewohner. Jetzt alle brav ins Bett. Und damit, meine Lieben, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich bin ZTGSS und wenn ihr noch weitere Tutorials sehen wollt, dann klickt hier auf das nächste Video oder auf eins, was schon vorhanden ist.
Tschüss, ciao, euer Cedric. Bye, bye.